Es ist der letzte Gang von Vizebürgermeister Martin Panosch zur Regierungsbank der Stadt Salzburg. Die Nummer 2 der Stadt-SPÖ verlässt freiwillig die Politik und wird vorerst von Christine Homola ersetzt. Dazu kam ausnahmsweise der Landeshauptmann in den Gemeinderat, um die neue Vizebürgermeisterin anzugeloben. Haslauer nahm zuerst in einem Eck des Saales Platz. Das sei ungebührlich, empfand der Bürgermeister und holte zur Erheiterung der Anwesenden den Landeshauptmann auf die Regierungsbank. Panosch wird dann mit Ovationen des gesamten Gemeinderates verabschiedet und Christine Homola angelobt. Relativ unaufgeregt wickelt der Gemeinderat den Antrag der FPÖ auf einen Sonderausschuss zur Verwicklung der Stadt Salzburg in den Finanzskandal ab. Bekannt. Ich weiß nicht, wie weit er noch verlesen werden muss. In der Aktuellen Stunde geht es dann um den Flughafen und die vom deutschen Verkehrsminister geplante Durchführungsverordnung. Vor allem die SPÖ konzentrierte sich in ihrer Kritik auf die Landesregierung, die ihrer Meinung nach in der Causa zu wenig engagiert sei. Ich finde es schon bedenklich, wenn ein Eigentümervertreter mit 75% am Flughafen derartig in der Öffentlichkeit über sein eigenes Unternehmen spricht. Ich glaube, dass das in der Privatwirtschaft untragbar wäre. Von Seiten des Landes darf sich also der Airport wenig Unterstützung erwarten. Ich würde behaupten, eher Gegenwind. Die Landesregierung wandert zurzeit eher in Salzburgs Bergen, als sich um ihre Gesellschaft zu kümmern. Ich fordere daher die Landesregierung auf, endlich im Interesse ihres eigenen Unternehmens zu handeln und hier den Gemeinderat heute ein klares Zeichen zu setzen, dass wir hinter dem Flughafen stehen. Und ich kann nur versprechen, sowohl der Bürgermeister als auch die SPÖ-Fraktion werden für den Flughafen kämpfen. Danke. Wo bleibt das Land? Wo bleibt das Land mit dem Aufschrei? Wir müssen was tun, wir müssen zusammenhalten, wir müssen diese Forderungen abwehren und zumindest noch nachverhandeln, um dieses Chaos oder diese Katastrophe nicht eintreten zu lassen. Man hört nichts, man sieht nichts. Das Einzige, was passiert ist, man hat die Aufsichtsräte besetzt. Aber das war wahrscheinlich auch das Wichtigste für die Herren und Damen im Land, um ihre Posten dort zu besetzen. Ich habe so den Eindruck, dass die SPÖ offensichtlich ein Problem mit den Grünen hat. Das weiß man ja mittlerweile, was da eigentlich dahinter steckt. Dann tragt es aber bitte auch so aus. Denn das, was da jetzt gerade stattfindet, die versteckten, der Bürgermeister hat dann Gott sei Dank wieder einigermaßen relativiert und zurückgenommen. Das ist bis jetzt alles unter Wahlkampf gelaufen. Und die ganzen gut gemeinten Ratschläge sollen wir jetzt nicht anstellen. Der Wahlkampf in Bayern ist erledigt. Die haben am Sonntag gewählt. Ab heute oder seit Montag schaut die Welt wieder anders aus. Warten Sie noch eine Woche, bis der Bundestagswahlkampf vorbei ist. Aber ich habe mir das auch im Sommer überlegt und ich denke doch, dass die gute Präsenz und die gute Vertretung des Flughafens durch unseren Bürgermeister Heinz Schaden ihm sicherlich im Sommer nicht geschadet hat. Und ich denke mir oft, man soll mal etwas zurückhaltender sein und das mal als Wahlkampfgedöse sehen und nicht glauben, da muss man jetzt auch noch hineindreschen. Johann Padut stellt dann die viel diskutierten alternativen Start- und Landerouten an sich in Frage. Die neuen Abflugrouten Nord, wo der Flieger kurz nach dem Start gezwungen ist, eine extreme Rechtskurve zu fliegen, im Steigflug, mit vollem Schub. Und diese extreme Rechtskurve im Steigflug mit vollem Schub bringt natürlich für Stadtteile wie Liefering, für Gemeinden wie Bergheim, aber auch für das restliche Stadtgebiet, insbesondere die nördlichen Stadtteile, das werden Sie nicht glauben, aber es gibt auch SAM-Rückmeldungen, dass sie in der Früh von der Fokker 100, da kommen zwei Faktoren zusammen, nämlich diese Abflugroute, wo ich dann wiederum die Belastung innerhalb der Stadt maximiert habe, plus das laute Fluggerät, natürlich zu einer enormen Störung führen. Also man kann schon sagen, es wird die halbe Stadt oder sehr viele Menschen um die Zeit halt aufgeweckt. Ich nicht, weil ich bin halb sechs Leute mein Wecker, aber viele Menschen, glaube ich, schlafen um 6 Uhr noch und die werden aufgeweckt.